Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grill, Feines Grill Barbecue. Sieht gerade aus, als ich beim Zahnarzt war und einen Lutscher bekommen habe, ne? Ne, ist es aber nicht. Und zwar, wir testen heute hier, teuer gegen billig, zwei Fleischspieße von den Banditen. Und welcher der Sieger ist, seht ihr gleich. Viel Spaß dabei. Ja, sag mal nochmal. Hast du ein bisschen was von Magnum-Eis? Oder? Und dann ist das hier der Nogger, oder? Mega-Nogger. Der Mega-Nogger. Ja, also, hat es ja rumgesprochen, ich bin ja beteiligt bei den Beef Bandits. Und da vertreiben wir auch Fleischspieße. Und zwar haben wir aktuell zwei Sorten von Fleischspießen. Wenn man den Dönerspieß mit dazu rechnet, drei. Aber das ist eine andere Geschichte, sondern von klassischen Fleischspießen für den Grill haben wir zwei Sorten im Programm. Und zwar beide kosten fast gleich. Und zwar der hier kostet 19,90. Das ist der Rio Rojo Spieß. Bezieht sich also auf den roten Fluss mit den grünen Ufern. Also wir haben außen so Kräuter dran. In der Mitte Fleisch, das ist enges Fleisch. In dem Fall so ja Filet, also ein Filetspieß, kostet 19,90 und dagegen auf der anderen Seite haben wir hier ein Riesenberg Fleisch. Das sind die Gran Bandido Spieße, die sind aus Schweinenacken, auch gewürzt und da kosten 18,90 und zwar sind das jeweils 5 Stück a 200 Gramm, also Riesenknüller, Riesenklopper. Kosten beide ungefähr dasselbe, von daher der Preisvorteil von der Menge hier geht ganz klar an den hier. Und was wir mit den Dingern machen müssen, ist grillen. Dazu habe ich hier eine Zange, ein bisschen Öl, hinter mir knastert schon meine Feuerplatte und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. Und beim Grillen fange ich immer an, dass ich ein bisschen Öl auf die Platte gebe und dann praktisch hier erstmal den großen Filetspieß aufsetze. Und dann kommen unsere Gran Bandidos hier dazu. Diese großen müssen wir quer hier legen auf die Platte. Und immer ein bisschen Öl von außen angießen. Mega. Das ist super schnell los hier. Wir können sagen, die sind wirklich instant fertig. Also die drehen mal zweimal rechts, zweimal links und dann sind die fertig. Wenn die gleich so eine schöne Kruste. Riechen ganz hervorragend. Wohingegen natürlich so ein großer Filetspieß hier eine ganze Weile länger dauert. Kann ich die jetzt in der Pfanne genauso machen, wie du sie jetzt etwas glatter machst? Nein, kannst du nicht, weil deine Pfanne ja nicht groß genug ist, weil der Spieß ist 50 cm lang. Und den würdest du ja nicht in eine Pfanne rinkriegen. Du könntest auf einen normalen Grill raufpacken, ja, kannst du tun. Ich bin ein großer Freund von diesen Feuerplatten, weil da hast du richtig schön Feuer und Flamme dabei. Und ich habe das schon ein paar Mal gezeigt, ich zeige euch den Trick nochmal, wie man richtig noch mehr Flamme und Spektakel machen kann. Und zwar der Partyknüller ist so ein Ding hier, eine Blitzflasche und dann... Und da kann man nicht nur Wasser drin machen, da kann man auch Whisky drin machen, ein bisschen Bier drin machen und dann immer so aus der hohlen Hand. Kleine Flamme, geil. Und das dauert praktisch ja keine Zeit, dann können wir die umdrehen hier. Geil, oder? Mal gucken, wir nach 2-3 Minuten sind die fertig und können vom Grill runter. Herrlich, so muss Grillen sein. Geil. Mal, der hat schön Kruste bekommen, das heißt, die Spießchen hier. Die ziehen wir jetzt nach oben und lassen den noch mal von jeder Seite noch 3-4 Minuten ziehen. Also der braucht deutlich länger als die... Ja, viel länger. Genau. Und während der eine Spieß noch auf dem Grill ist, schnappe ich mir die hier und ziehe mir so ein Stückchen runter. Oh, hier. Super, mega, oder? Schöner, saftiges Schweinefleisch. Auf euch, rinne in die hohle Birne. So, warte, lecker? Das ist so eine Nummer, wo du sagst, wie ist denn so Grillen? Wie schmeckt denn so Grillen? Also wenn man jetzt, sag mal, kommt irgendjemand aus China und fragt, wie ist denn, wie schmeckt denn bei euch Grillen? Ja, das ist so, das ist das. Ein bisschen dazu. 5-6 Grillsoßen. Mega gut, eine schöne Nummer, um ohne Zauber und ohne ja, Hokuspokus, der auch immer manchmal geil ist, einfach für sich und mit seinen Lieben lecker zu grillen. Man muss sagen, so einen großen Grillspieß sind schon cool. Mit dem großen Griff hinten dran funktioniert hervorragend. Und jetzt kosten wir gleich mal den Filetspieß, aber vorher haben wir so ein bisschen hier Sättigungsbeilage. Und gehen wir mal runter und herrlich, oder? Eine schöne Kruste. Yum, yum.
Jetzt erstmal das Filetchen ab hier. Und also ich mag in Englisch, deshalb habe ich jetzt auch nicht komplett durchgegart, sondern ich finde, so darf ruhig Filet sein. Ja, ich auch. Ja? Mega. Dann darfst du zuerst kosten. Ich reiche jetzt mal hinter die Kamera. Lecker. Lecker? Sehr lecker. Dann koste ich mal. Also, auf euch reden, Hohlebirne. Muss ich meiner Frau widersprechen. Spaß. Du hast ja keine Ahnung. Schön, wobei, ganz ehrlich. Ja, du magst Schwein mehr, wa? Naja. Wenn ich mir das jetzt bildet angucke, muss ich sagen, ist der bessere Deal sind die. Die sind super gut hier. Kräuter? Gut mit der Kräutermarinade. Schmeckt wirklich schön. Also, ich würde sagen, Moment. Oh, wie saftig. Wenn ich mit meiner Frau grille und keiner groß dabei ist, dann würde ich sagen, dann ist Rio Rojo, ne, das Mittel der Wahl, wo man sich mal schön entspannt, stellt sich zwei von hin, all gut. Einer wird ein bisschen knapp für zwei. Ja, aber einen pro Nase kommt es gut aus. Und wenn die Freunde zu Besuch kommen, dann würde ich sagen, sind die Gran Bandido-Spieße dran. Dann kommt Bier mit auf den Tisch dazu. Ein schöner Nudelsalat. Ganz klassische Grillen. Also die beiden Varianten haben wir mit Spießen. Ja, das war jetzt natürlich kein objektiver Test. Warum auch? Das war eher eine Vorstellung, weil getestet haben wir schon vorher, bevor wir die Dinge schon aufgenommen haben. Und mich würde freuen, wenn ihr Spaß dran hattet. Ansonsten, wenn ihr diese Spieße nicht mögt und euch die nicht kaufen wollt, ist das überhaupt nicht schlimm. Dann spießt euch selber ein paar Spieße. Habe ich schon 1000 Rezepte hier auf dem Kanal. Da macht ihr eins davon nach. Ein paar Videos haben wir schon davor gedreht mit Spießen, weil ich ja so ein großer Spießer bin. Und was mich immer freut, ist, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Elo oder einen wohlwollenden Kommentar oder ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus Grill, Fans Grill, Barbecue. Macht's gut. Schatz, ich lasse das hier drüben, ja? Ja, unbedingt. Und ich nasche jetzt hier weiter. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.